Überfüllte Straßen gehören mittlerweile zum gewohnten Bild in Deutschland. Vom Spaß am Autofahren kann eigentlich keine Rede mehr sein. Doch nicht nur deshalb ist das Auto ins Gerede gekommen. Kritiker beklagen zu Recht die großen Umweltbelastungen, die des Deutschen liebstes Kind hervorruft. Tja, wie steht es nun um das Auto im nächsten Jahrtausend? Ist es vielleicht ein Auslaufprodukt oder gibt es gute Ideen und Konzepte für ein Auto der Zukunft? Das Auto gilt wegen seines Schadstoffausstoßes als Hauptverursacher des Treibhauseffekts. Die Entwicklung umweltfreundlicher Motoren ist deshalb unumgänglich. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat VW mit Lupo getan, dem 3-Liter-Auto. Der geringe Benzinverbrauch wurde neben der aerodynamischen Form und der Leichtbauweise vor allem durch eine hochentwickelte Motorgetriebeeinheit erreicht. Dennoch nach wie vor entstehen wegen des Verbrennungsmotors schädliche Emissionen. Deshalb setzen andere Konstrukteure auf Strom. Batteriebetriebene Elektromotoren haben mittlerweile Reichweiten von bis zu 200 Kilometern. Getankt wird an der heimischen Steckdose. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert der Brennstoffzellenmotor. Hier wird der Strom jedoch im Motor selbst produziert. Methanol wird zunächst in Wasserstoff umgewandelt, anschließend reagiert der Wasserstoff in einer Brennstoffzelle mit Sauerstoff. Es entsteht elektrische Energie. Noch fortschrittlicher ist der Wasserstoffverbrennungsmotor. Der Wasserstoff steht in Drucktanks bereits fertig zur Verfügung. Im Motor reagiert der Wasserstoff wie beim Brennstoffzellenantrieb mit Sauerstoff. Als Verbrennungsprodukt bleibt nur Wasserdampf zurück. Schädliche Emissionen gibt es nicht. Ökologisch sinnvoll ist diese Antriebstechnologie jedoch nur, wenn der benötigte Wasserstoff durch umweltfreundliche Energiequellen wie etwa Solarenergie hergestellt wird. Mittlerweile werden auch beim Bau der Autos umweltfreundliche Materialien eingesetzt. Pflanzen wie etwa Flachs dienen als Ausgangsprodukt für Türverkleidungen oder Polstereinlagen. Hat das Auto seinen Dienst getan, können solche Naturprodukte leicht wiederverwertet werden. Wird es Wissenschaftlern eines Tages gelingen, Autos zu entwerfen, die unsere Umwelt nicht mehr belasten? Bei mir zu Gast ist heute Professor Dr. Hans-Hermann Brees von der TU München und TU Dresden und Sie sind gleichzeitig auch ehemaliger Leiter der Abteilung Wissenschaft und Forschung bei BMW. Jetzt hören wir von diesem 3-Liter-Auto, jetzt kommt es irgendwann. Ist das eigentlich der Weisheit letzter Schluss, ein Auto zu haben, ein Modell zu haben, das 3 Liter verbraucht? Unser Ziel ist ja, Rohstoffe zu sparen und auch mögliche negative Effekte auf das Klima zu reduzieren. Das heißt, wir müssen den Verbrauch sämtlicher Fahrzeuge reduzieren. Wir sprechen vom sogenannten Flottenverbrauch. Und da ist natürlich das 3-Liter-Auto ein Eckpfeiler. Wir brauchen noch sparsamere Motoren, die vor allen Dingen im Teillastbereich sparsam laufen, also im Stadtverkehr, und das ist der Dieselmotor. In Kalifornien wurde gerufen, wir wollen das Null-Emissions-Auto. Und das wurde als quasi Befehl ausgegeben, sich in diese Richtung zu entwickeln. Das scheint im Moment noch nicht so zu klappen. Glauben Sie an ein Null-Emissions-Auto in ferner Zukunft oder in näherer Zukunft, in erlebbarer Zukunft? Ja, das Null-Emissions-Auto am Ort des Betriebes ist ja das Elektroauto. Schon mit einer klassischen, schweren, alten Bleibatterie produziert man am Ort, wo das Auto fährt, keine Emissionen. Aber die Energie kommt ja irgendwo her. Das heißt, Null-Emission bezieht sich dann eigentlich auf die gesamte Energiekette. Und wenn ich ein Kohlekraftwerk habe, wo ich die Energie, die elektrische Energie erzeuge, dann habe ich dort natürlich die Energie, die Negativwirkung der Energie, sprich die Abgasemissionen. Also eigentlich brauchten wir für die wirkliche Null-Emissions-Fahrzeuggeneration der Zukunft von der Energieerzeugung, sprich von der Solarenergie, über die Tankstelle bis zum Auto eine durchgängige Kette, die überhaupt keine Emissionen hat. Ist das möglich? Das ist teuer. Wir haben es geschafft, diese durchgängige Kette zu produzieren. Leider ist nur der Wasserstoff zu teuer. Der solar erzeugte Wasserstoff ist zu teuer. Vielen Dank bis hierhin. Das Auto der Zukunft soll nicht nur umweltfreundlicher werden, es soll natürlich auch viel, viel sicherer werden. Und da wird sich in wenigen Jahren sehr, sehr viel verändern. Autos noch sicherer zu machen, zählt zu den größten Herausforderungen der Ingenieure. Ein erster Meilenstein war dabei die Entwicklung der Airbag-Technologie. Doch künftig wird sich die Forschung immer mehr auf die Entwicklung elektronischer Sicherheitstechniken konzentrieren. Fahrerassistenzsysteme wie die elektronische Abstandsregelung unterstützen den Fahrer in Gefahrensituationen. Radarsensoren messen den Abstand zum vorausfahrenden Auto. Wird dieser zu gering, wird ein automatisches Bremsmanöver eingeleitet. Ähnlich funktioniert auch die automatische Spurstabilisierung. Kommt der Fahrer zu nah an den Fahrbahnrand,
korrigiert der Bordcomputer das Lenkrad. Schon heute werden Autofahrer von Computern dirigiert. Werden sie bald komplett das Steuer übernehmen? Diese Vision der Forscher ist zum Teil schon Wirklichkeit. Amerikanische Ingenieure der University of Berkeley haben eine vollautomatische Straße entwickelt. In die Fahrbahn eingelassene Magnetnägel führen die mit Sensoren ausgestatteten Autos wie auf einer Schiene die Straßen entlang. In der Praxis schon bewährt haben sich die satellitengestützten Navigationssysteme. Sie übernehmen für uns bereits heute die Routenplanung und helfen uns beim Auffinden unseres Fahrziels. In Zukunft werden sie noch viel mehr können. Bei einem Unfall setzen sie automatisch einen Notruf ab und geben dabei den Unfallort exakt mit an. Diese Technik soll künftig auch verhindern, dass unsere Straßen überfüllt sind. Mithilfe von Internet oder Mobilfunk leiten die Fahrzeuge laufend ihre Position an eine Verkehrszentrale weiter. Diese wiederum informiert den Autofahrer über die aktuelle Verkehrslage. Wenn ihn auf der von ihm gewählten Route ein Stau erwartet, bietet das System eine Ausweichroute an. Mit dieser Technologie wird das Autofahren in Zukunft bequemer und wesentlich sicherer sein als heute. Herr Professor Dr. Brees, wir alle kennen natürlich den Airbag. Das ist eine der großen Innovationen in der Sicherheitstechnologie der letzten Jahre gewesen. Man hat das Gefühl, mittlerweile sitzt man in einem Auto wie in einer Art Wattebausch. Aber so der Weisheit letzter Schluss ist es noch nicht. Das Ding kommt raus, es schießt einem ins Gesicht, es kann selber Verletzungen verursachen. Gibt es da eigentlich noch Weiterentwicklungen? Ja, glücklicherweise sind die Verletzungen, die Sie ansprechen, relativ selten. Aber wir Ingenieure sind ja nie zufrieden. Deswegen entwickeln wir die Smart Airbags, also die intelligenten Airbags. Die blasen je nach Schwere des Unfalls und je nachdem, was für eine Person sich auf dem Sitz befindet, unterschiedlich auf. Wann wird es diese Airbags geben? Die wird es in wenigen Jahren wird es in Serie geben. Das Auto als Verkehrsmittel, als individuelles Verkehrsmittel, hat es überhaupt eine Chance oder wird es irgendwann sterben und es gibt andere Sachen, man fährt nur noch Bus, Bahn oder sonst irgendwas? Ja, wenn Sie jetzt an die Fläche denken, ich kann mir nicht vorstellen, dass man jedem Bewohner eines entfernten Gebietes, der irgendwo am Rande eines Waldes sein Häuschen hat, dass man dem eine U-Bahn, S-Bahn oder Omnibuslinie hinlegen kann. Also, positiv gesprochen, in der Fläche wird das Auto, in welcher Form auch immer, seinen Platz behalten. Je näher man in die Magistralen kommt, in große Straßen und je näher man dann in Zentren, in Stadtzentren hineinkommt, umso mehr muss der öffentliche Verkehr gestärkt werden. Das heißt, wir werden einen Mix von jeweils bestgeeigneten Verkehrsmitteln an ihrem jeweiligen Platz haben. Vielen Dank, Herr Professor Brees, dass Sie bei uns sein konnten. Jetzt gleich bringen die ProSieben, bemühen sich die Konstrukteure der Luftfahrtindustrie um immer größere Wendigkeit und Schnelligkeit der Flugzeuge. Ein ganz neues Triebwerk stellt derzeit die Spitze der Innovation dar. Es setzt vollkommen neue Maßstäbe. Atemberaubende Flugmanöver sind auf einmal möglich geworden und wir zeigen sie Ihnen. Eine amerikanische MATV F-16 bei einer Luftkampfübung. Mit mehr als 1000 Stundenkilometern donnert der Pilot im Tiefflug über die Erde. Doch der Verfolger hat ihn fest im Visier. Plötzlich zieht der Jet senkrecht nach oben, bleibt in der Luft stehen und vollzieht eine Wende. Wenige Augenblicke später müsste das Kampfflugzeug ins Trudeln geraten und der Erde entgegenstürzen. Doch das für unmöglich gehaltene Flugmanöver hat einen Sinn. Aus dem Gejagten wird nun der Jäger. Schneller, wendiger, leichter. Ultrajets wie die F-16 MATV gehören einer neuen Generation von Flugzeugen an. Sie beherrschen extreme Flugmanöver, die bei herkömmlichen Maschinen unweigerlich zum Absturz führen. Ihre Wendigkeit macht sie unberechenbar. Wie aber kommt diese extreme Beweglichkeit zustande? Was macht die Ultrajets so überlegen? Das Geheimnis liegt in der Konstruktion der Düsen. Ingenieure von Lockheed Martin in Fort Worth, Texas, erkannten, dass maximale Manövrierfähigkeit nur dann zu erreichen ist, wenn es gelingt, den Schub eines Flugzeugs in verschiedene Richtungen zu lenken. Das einzige Kampfflugzeug, das diese Technik lange Zeit zu nutzen verstand, war der britische Senkrechtstarter Harrier. Seine beweglichen Düsen leiten den Schub des Triebwerks nach unten. Damit erlauben sie dem Jet, wie ein Helikopter zu starten und über dem Boden zu schweben. Werden die Düsen nach hinten gerichtet, fliegt der Senkrechtstarter wie ein normaler Düsenjet.
Nachteil? Der Harrier ist durch seine Schwenkdüsen nicht sehr leistungsfähig. Die Lockheed-Ingenieure setzten sich deshalb zum Ziel, einen Jet zu bauen, der maximale Beweglichkeit und Manövrierbarkeit bei voller Leistung erreicht. Zusammen mit Jet-Antriebsexperten von General Electric entwickelten sie ein völlig neues Triebwerkssystem. Der Testlauf dieses revolutionären Triebwerks fand in Kalifornien statt. Von einer massiven Stahlkonstruktion gestützt, wurde es hier probeweise gefeuert. Die enorme Beweglichkeit der Düse wird durch ein System von gelenkigen Stäben und Titaniumklappen gewährleistet. Dank dieser neuartigen Düsentechnologie kann der Pilot sein Flugzeug je nach Schubrichtung mit einem einfachen Handgriff praktisch in alle möglichen Richtungen lenken. Unterstützt wird er dabei durch moderne Computertechnik. Das Ingenieurteam entwickelte eine Flugkontrollsoftware, die das Fliegen von schwierigen Manövern beinahe ebenso einfach macht wie das Fahren eines Autos. Denn die Düse wird vom Computer automatisch positioniert. Getestet wird die Software zunächst in einem Flugsimulator. Hier verbringen die Testpiloten Stunden über Stunden, um in unzähligen Übungseinsätzen die Entwicklungen des Ingenieurteams zu überprüfen. Ein fehlerlos funktionierender Computer ist für den Erfolg der neuen Antriebstechnologie unerlässlich. Denn ohne seine Hilfe könnte kein Pilot die waghalsigen Manöver der Ultrajets fliegen. Nachdem die Versuche im Simulator abgeschlossen sind, werden Konstruktion, Triebwerk und Software in einem Testflugzeug, der sogenannten MATV, vereint. Auf der Edwards Air Force Base in der kalifornischen Wüste muss die MATV anschließend die schweren Prüfungen der Testflüge bestehen. Endlich ist es soweit. Der Spezialjet erhebt sich zum ersten Mal in die Luft. Schon bei den ersten kleinen Manövern wird deutlich, mit welcher Leichtigkeit sich die MATV steuern lässt. Noch deutlicher wird dies, als der Pilot den Stick zurückreißt und der Ultrajet urplötzlich nach oben schießt. Nach dem Senkrechtflug kippt sie nach hinten weg, um anschließend wieder nach vorne zu schnellen. Cobra nennen Piloten dieses Manöver, da die Bewegung des Jets einer zubeißenden Schlange ähnelt. Der Versuch über der kalifornischen Wüste ist geglückt. Noch nie zuvor gelang es einem Flugzeug, solche Manöver zu fliegen wie die MATV. Diese Computeranimation zeigt, auf welche Weise die neue Düsentechnologie dem Piloten im Falle eines Falles einen außergewöhnlichen Vorteil verschafft. Dank der nach unten gerichteten Düse kann die MATV praktisch auf der Stelle wenden, wie ein Helikopter, während ein Jet mit einem herkömmlichen Triebwerkssystem für eine Wende einen unvergleichlich größeren Radius benötigt. Auch russische Jet-Konstrukteure haben in den letzten Jahren die Entwicklung neuer Triebwerksdüsensysteme vorangetrieben. Ähnlich wie die amerikanische MATV kann auch die Sukhoi mit Hilfe beweglicher Düsen den Schub in die verschiedensten Richtungen lenken und damit in weniger als 10 Sekunden komplett die Position ändern. Auch die deutsch-amerikanische X-31 ist mit schwenkbaren Düsen ausgestattet. Ihr Triebwerk ist durch Titanium-Pedals verlängert. Bereits heute arbeiten Ingenieure daran, die neuartige Triebwerkstechnologie weiter zu perfektionieren. Möglicherweise werden kommende Generationen von Ultrajets dann noch spektakulärere Manöver fliegen können als bisher. Und vielleicht profitieren auch zivile Flugzeugtypen von den Entwicklungen der Jetkonstrukteure. Denn warum sollten bewegliche Düsen nicht auch den Start- und Landeweg von Verkehrsflugzeugen erheblich verkürzen? Auch diese Woche haben wir wieder findigen Forschern und wagemutigen Wissenschaftlern auf die Finger geschaut. Hier sind unsere Welt der Wunder News. Spritzen ohne Nadel. Das sogenannte Injektsystem besteht aus einer Ampulle mit einer Öffnung, die der Größe einer einzigen menschlichen Pore entspricht.
Zunächst wird eine Ampulle in das Gerät eingelegt. Das Medikament wird dann mit hohem Druck durch die Pore in das menschliche Gewebe eingespritzt. Vorteile? Die Injektion ist vollkommen schmerzfrei und die Ansteckungsgefahr, beispielsweise mit AIDS, ist ausgeschlossen. Energie von morgen. Ein gefrorenes Gas-Wasser-Gemisch, sogenanntes Methanhydrat, könnte die Energieversorgung der Erde für Jahrtausende sicherstellen. Das Kieler Forschungsinstitut Geomar arbeitet derzeit daran, die kristallisierte Verbindung der beiden Stoffe für die Industrie nutzbar zu machen. Methanhydrat hat einen extrem hohen Brennwert und kommt vorwiegend im Meeresboden als kompakte Eismasse vor. Allein die Lagerstätten vor der Küste der USA reichen aus, den Energiebedarf der Industrienation Nummer 1 für die nächsten 2000 Jahre zu decken. Die Zeit drängt, denn die Erdölreserven werden bereits in den kommenden 15 Jahren spürbar knapper und das Öl damit entsprechend teuer. Anti-Glatzenpille. Ein neu entwickeltes Medikament gegen Haarausfall bei Männern ist ab Januar in Deutschland erhältlich. Das Präparat Propecia gilt als die bislang wirksamste Waffe gegen Haarverlust. Bei täglicher Anwendung hemmt es die körpereigene Produktion des Hormons Dihydrotestosteron, welches die Haare schwächt und schließlich zum Ausfall führt. Im Rahmen einer zweijährigen Studie stoppte das Medikament bei 83% der Testpersonen den Haarausfall und führte sogar bei über der Hälfte zu dichterem Haarwuchs. Sie sind die artenreichste Gruppe auf unserer Erde. 4 von 5 Lebewesen sind Insekten. Wir kennen 800.000 verschiedene Arten, doch die meisten sind noch nicht entdeckt. Schätzungen nach sind es 2 bis 3 Millionen. Das Leben der kleinen Tierchen ist ein täglicher Kampf ums Überleben. Überall lauert die Gefahr. Spinnen und ihren Tricks sind die meisten Insekten schutzlos ausgeliefert. Auch größere Tiere laben sich an den leckeren Speisen, die ihnen die Natur serviert. Aber die ärgsten Feinde haben sie unter ihresgleichen. Hier verbergen sich die geschicktesten Jäger. Überall treffen Insekten aufeinander und müssen fürchten, von ihren Artgenossen verspeist zu werden. Uns bleiben die Beutefänge dieser kleinen Tiere meist verborgen. Erst 30 bis 100-fach vergrößert erkennen wir bedrohliche Einzelheiten der kleinen Lebewesen. Um Insektenmundwerkzeuge zu verstehen oder auch die Mechanismen und Prinzipien, nach denen die arbeiten, ist es oft sinnvoll, Vergleiche zu machen mit technischen Werkzeugen. Also kann man ohne weiteres etwa die Beißzangen eines Käfers mit einer richtigen Zange vergleichen. Einem Bohrer ähnlich ist solch ein Insektenstachel. Ihn kennen wir schmerzhaft durch den Stich der Mücke. Zur Jagd spießen Stacheltiere ihre Opfer auf und saugen sie aus, wie diese Raubwanze. Die Gottesanbeterin gehört zu den unersättlichsten Wesen. An ihren Fangarmen sitzen spitze Dornen. In Tarnfarbe und völlig regungslos liegt sie auf der Lauer und wartet auf ihr Opfer. Ihr Fangschlag läuft in einer 25.000stel Sekunde ab. Dabei klappt sie ihre Arme wie bei einem Taschenmesser auseinander. Beim Fressen kann sie ihre Mahlzeit bequem mit den Armen festhalten. Die kräftigen Kiefer arbeiten gegeneinander. Mit ihnen schneidet sich die Gottesanbeterin ihre Beute in mundgerechte Stücke. Gefährlich wird es zur Paarungszeit für die Männchen. Häufig reißt die Femme fatale dem kleineren Bräutigam den Kopf ab oder verschlingt ihn sogar ganz. Eine Wiese ist für unzählige Käfer Jagdrevier. Im Zoologischen Institut Kiel haben Forscher ihren Blick auf ihr Fangverhalten gerichtet. Dabei interessieren sie die unscheinbarsten von ihnen, die reiskorngroßen Kurzflügelkäfer. Um zu verstehen, mit welchen Werkzeugen diese Tiere ihre Beute fangen, muss man sie genau beobachten.
In der Kältekammer werden verschiedene klimatische Bedingungen geschaffen. 5 Tage lang müssen die Käferchen hungern, bevor sie dort ihr liebstes Futter, winzige Springschwänze, erbeuten dürfen. Dies natürlich unter genauer Videobeobachtung. Bei unserer Forschung an diesen Insekten ist es so, dass wir eigentlich vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Das heißt, wenn wir glauben, einen Zusammenhang verstanden zu haben und diesen Zusammenhang an einer einzelnen Art geklärt haben, wenn wir zum Beispiel wissen, wie die Mundwerkzeuge oder wie die spezielle Fangeinrichtung wirklich arbeitet, dann stellt man doch fest, wenn man die nächste Art betrachtet, dass es hier wieder ganz anders ist. Und das ist eigentlich das Wunderbare in der zoologischen Forschung, dass wo immer Sie hinschauen, finden Sie völlig neuartige Dinge. Mit dem bloßen Auge können wir die Wunderwelt der Krabbeltiere nicht erfassen. Die Forscher in Kiel präparieren deshalb ihre Käfer für das Raster-Elektronenmikroskop. Dabei wird das tote Tier in einem langwierigen Verfahren schrittweise in immer höher konzentrierten Alkohol eingelegt. Danach wird der Käfer entwässert und vorsichtig getrocknet. Um ihn später im Mikroskop überhaupt sehen zu können, muss er mit einer hauchdünnen Goldschicht überzogen werden. So ist das Goldstück bereit für seinen ersten Auftritt unter dem Raster-Elektronenmikroskop. Ein spannender Moment für die Forscher, denn erst jetzt entfalten sich die Geheimnisse des Käfers und seiner raffinierten Jagdtechnik. Und tatsächlich, in der Vergrößerung wird ein hochspezialisiertes Fangorgan sichtbar. Eine Art Zunge, die beim Fang hervorschnellt. Am Ende befinden sich Ballen mit Klebehärchen. An ihnen bleibt die Beute hängen. Um den Jäger zu verstehen, muss auch die Beute unter die Lupe. Der Springschwanz hat Schuppen, die sich ablösen und an den klebrigen Haaren des Angreifers hängen bleiben. In dieser misslichen Situation könnte sich der Springschwanz nur noch mit einem kühnen Sprung in Sicherheit bringen. Wenn Sie solch einem Käfer genau in seinem Lebensraum gefolgt sind und geschaut haben, wie er seine Beute erwirbt, wie er selber sich vor Feinden schützt, man kann sagen, wie mühsam sein Leben in seiner natürlichen Umgebung ist, dann nehmen Sie diesen Käfer natürlich nicht mehr nur als lästiges Insekt wahr, sondern was man begreift bei der längeren Beschäftigung zum Beispiel mit Bodeninsekten, wie empfindsam diese Tiere auf jede Veränderung ihres Lebensraums reagieren. Und wenn es dann keine Lebensräume mehr gibt, in denen solche Tiere ausweichen können oder in denen Restbestände sich halten können, dann müssen sie auch von der Erdoberfläche verschwinden. Und diesen Prozess, den haben wir im Moment in sehr starkem Maße auf der Erde. Ob harmloser Pflanzenfresser oder Jäger. Die Insektenwelt in ihrem natürlichen Kampf von Fressen und Gefressenwerden hat ihren ökologischen Sinn. Insekten wie zum Beispiel Ameisen sind die Bodenpolizei des Waldes. Wenn sie aufräumen, tun Sie es gründlich. Die Insekten bilden in sich ein intaktes ökologisches System, auch wenn wir längst noch nicht alles erfasst haben, was in ihrer kleinen Welt so kreucht und fleucht. Und hier ist es, unser Wunder der Woche. Hände. Unsere wichtigsten Helfer im Alltag. Wie selbstverständlich setzen wir sie ein zum Greifen, Fühlen, Schreiben. Der Verlust der Hände bedeutet oftmals den Verlust der Selbstständigkeit. Schreiben ohne Hände? Ein unvorstellbarer Gedanke. Die Lösung ist die Kopfmaus, eine alternative Computersteuerung, die Behinderten hilft. Der Cursor wird durch die Bewegung des Kopfes gesteuert. Die Tastatur kann damit bedient werden. So entsteht Wort für Wort, Satz für Satz. Bläst der Anwender in einen speziellen Schlauch, wird der Maus- oder Tastenklick ausgeführt. Auch das Ein- und Ausschalten des Computers erfolgt durch das Pusten. Mit dem speziellen Softwareprogramm kann man aber nicht nur schreiben. Auch der Alltag in den eigenen 4 Wänden wird erleichtert. Man kann beispielsweise das Licht an- und ausmachen. Oder den CD-Player bedienen. Verschiedene elektronische Geräte im Haushalt kann man auf diese Weise steuern. Die Kopfmaus, ein kleiner Bewegungsmelder, sendet ständig Infrarotstrahlen aus. Diese werden von einem kleinen Metallscheibchen, das man zum Beispiel auf die Brille klebt, reflektiert und vom Bewegungsmelder wieder aufgefangen.
Mit der Kopfmaus kann so der Cursor auf dem ganzen Bildschirm bewegt werden. Digitale Helfer wie die Kopfmaus eröffnen Schwerstbehinderten nicht nur neue Perspektiven, sondern geben ihnen auch ein Stück Lebensqualität zurück. Es gibt